Und jetzt sind wir wieder in einer Szene. Ups, ich will eigentlich nur vorwärts laufen. Oh Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Oh. War es das schon? Okay. Das war doch schneller erledigt als gedacht. Sie hat gemeint, sie trifft uns im Klingendorf und da steht sie auch. Kann ich da raufspringen? Ja, kann ich. Dann sehen wir mal, was sie zu sagen hat und dann werden wir mal schauen, wie wir zurück in die große Stadt kommen. Nun gut, wir haben jetzt vier Fragmente der Schatzkarte. Fügen wir sie zusammen, um die Lage des Schatzes herauszufinden. Wieso seid ihr alle so neugierig auf den Schatz? Wie hat das jetzt? Okay. Keine Ahnung. Sprechen wir wieder mit Linho. Die Karte besagt, dass das Relikt sich an der Wolkenküste befindet. Aber wo genau ist Fu Xis Relikt dort versteckt? Vergraben in dem Sand? Erledige den Insider. Alle, die über das Bescheid wissen, müssen vernichtet werden. Ui. Giftnebel, haltet die Luft an. Nett. Wir werden scheinbar gerade angegriffen. Wer ist das? Er ist so wild. Der Nebel ist giftig. Wir ziehen uns besser zurück. Und was hat die Frau Dongfang noch zu sagen? Die sanfte Stimme klang vertraut. Wer war das? Ich muss diese Person schon mal getroffen haben. Linho Zong wusste, dass der ne giftige Nebel. Dass der Nebel giftig war und ist entkommen. Ich habe das Entgiftungspulver, das bei Giftnebel verstreut werden kann, damit wir die Wolkenküste erreichen können. Tut mir leid, ich stolpere momentan leider immer wieder über meine Worte. Nicht nur, wenn ich vorlese, sondern auch so. Und wir reiten schon wieder. Ich nehme an, das hier ist der Giftnebel. Und sie ist schon da. Ach du meine Güte. Gibt's hier wieder Freunde und Feinde? Habt ihr den Giftnebel eingeatmet? Ich sollte euch untersuchen. Wir waren zu spät. Die ruhmreichen Gilden kämpfen an der Wolkenküste gegen die Songshan-Schule. Die Songshan-Schule wird alles tun, um Fu Hsis Relikt zu bekommen. Wir müssen sie aufhalten. Alles klar. Wir sollen also noch ein paar Wächter besiegen. Die sollten nicht zu schwer sein. So, so ist das Ganze schon mehr nach meinem Geschmack. Wenn ich. Oh, wenn ich mich an die Steuerung gewöhnen könnte. Ich will mal kurz eine Kleinigkeit ausprobieren. Okay, nee. Weil ich bin mir nicht wirklich schlüssig,
für was dieser kleine Kasten hier beim Meditieren gut ist. Ach, das ist so schön, dass sie uns nicht angreifen. Und wir in aller Seelenruhe meditieren können. Ich hoffe, das ändert sich mit der Zeit noch, weil so gern ich auch mich in aller Seelenruhe regeneriere oder Dinge sammle, es macht doch wesentlich mehr Spaß, wenn man ein bisschen vorsichtiger sein muss. Zumindest ist mir das immer lieber. Und ich laufe schon wieder in eine Richtung, in die ich nicht gucke. Und irgendwelche Halunken haben Dinge gestohlen. Allerdings muss ich gestehen, ich weiß noch nicht ganz, wie das mit diesen großen Quests, die da oben durchlaufen, funktioniert. Ich denke, das werde ich allerdings mit der Zeit rausfinden. Und Frau Dongfang fragt uns, ob wir was gefunden haben. Diese in Strohmatten eingewickelten Leichen sind seltsam. Nun, da die Songshan-Schule ihre wahren Pläne enthüllt hat, warum haben sie die Leichen in Strohmatten eingewickelt? Die Körper bewegen sich noch. Sie sind nicht tot. Finde heraus, was hier los ist. Okay. Sterbender Schüler. Ey, kann ich dir nicht helfen? Der Relikt-Dieb ist an Bord. Und sterbender Schüler. Ist das nicht da das gleiche? Scheinbar ja. Ihr habt berichtet, dass die Leute durch die Taihang Schwertkunst verletzt wurden. Ich weiß, wem diese furchterregende Stimme gehört. Es muss Mutter Freiheit sein. Jemand hat die Reliktzeichnung an Bord gebracht. Jetzt nehmt meine Hand. Gehen wir auch an Bord, um die Zeichnung zu besorgen.